In WordPress kannst du Beiträge erstellen oder Seiten. Erstens, was ist der Unterschied zwischen Beiträgen und Seiten in WordPress? Und was musst du beachten, wenn du sie bearbeitest? Gut, was ist der Unterschied? Beiträge sind eher die Inhalte, die du regelmäßig veröffentlichst. Zum Beispiel in einem Fachblog, in einem Blogbereich, in einem Newsbereich. Da kommen regelmäßig neue Artikel heraus. Das sind Beiträge. Auf der anderen Seite sind die Seiten eher die statischeren Seiten deiner Website. Also zum Beispiel Kontakt, über mich, mein Angebot, solche Dinge. Das sind Seiten, die sehr selten ändern und meistens in der Navigation der Website integriert sind. Beides kannst du integrieren in dieser Navigation, aber vom Grundunterschied her sind die Beiträge eher die regelmäßigen, blogmäßigen Inhalte. Okay. Das heißt, wenn du eine kleine Website erstellst, dann machst du erstmal die ganze Struktur mit Seiten und nachher, wenn du regelmäßige Inhalte veröffentlichst, zum Beispiel Content Marketing betreiben willst, um in Google auch gut gefunden zu werden, dann brauchst du Beiträge. Jetzt, was muss man beachten? Wenn du ein Page-Builder-System verwendest, wie zum Beispiel Elementor oder Divi oder WP Bakery, solche Systeme sind Plugins, die dir ermöglichen, deine Website wirklich so Drag-and-Drop-mäßig zu gestalten, dann nutze diese Tools nur für die Seiten und nicht für die Inhalte deiner Beiträge. Das gibt einen großen Grund dafür, nämlich wenn du mal Systemwechsel machst, wenn du später mal von WordPress wegwechselst oder auch ein Relaunch machst mit einem neuen Theme, dann ist es relativ einfach, die Inhalte von 12 Seiten, meistens hat eine Website nicht mehr als 12 Seiten, das zu übernehmen in ein neues System. Aber wenn du dann regelmäßig Blogartikel veröffentlicht hast, dann hast du vielleicht 200 Beiträge auf deiner Website. Und die dann aus einem solchen Page-Builder herauszulösen und zu formatieren für das neue System, das ist dann brutal viel Arbeit. Tu dir das nicht an. Also, Beiträge ganz normal schreiben im standardmäßigen WordPress-Editor. Und bei den Seiten, da kannst du ein bisschen deine Page-Builder-Funktionen nutzen, Drag-and-Drop, wie du willst. Gibt es natürlich dann andere Überlegungen, ob Page-Builder ja oder nein, das für ein anderes Video. Wenn dir solche Videos gefallen, gib mir einen Daumen hoch, abonniere diesen Kanal, wenn du das nicht schon getan hast und see you in the next video. Bye-bye.